Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Overwatch auf Inferno. Endlich mal wieder Inferno. Ich glaube, wir hatten das erst ein einziges Mal, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Hatten wir es schon mal überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Oh. Ah, ich dachte eben kurz, er hätte ihn gehittet. Nun ja. Was war das denn? Sorry, ich bin doch minimal angeschlagen. Was war das denn gerade eben? Da hat sein Warlock und sein Aimbot haben beide so ein bisschen, oder? Was ist denn mit ihm los? Nee, bitte nicht. Wisst ihr, ich habe die letzten 400 Spiele Spinbotter gehabt. Das war ultra abfucken. Also die letzten Overwatches meine ich. Ich konnte es auch nicht aufnehmen. Also 2, 3 habe ich verworfen, weil ich... Es ist einfach direkt ein Spinbotter. Daraus kann ich kein Video machen. Das ist einfach Schwachsinn. Das stinkt langweilig. Aber er spinbottet jetzt scheinbar nicht, sondern hat nur seinen Cheat unglaublich scheiße eingestellt, oder? Kann das sein? Er lief auch komisch. Guck mal, der andere! Sag mal, was ist denn hier los? Spinbotter ging... Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall die Thumbnail, wenn ich es nicht vergesse. Geiler Scheiß. Was ist in letzter Zeit los? Ist Spinbot gerade angesagt? Ist das so im Trend? Sind das die Sommerfarben in Counter-Strike? Obwohl Sommer ja eigentlich vorbei ist. Badois. Warum macht man das? Warum nimmt man gerade... Also, wenn schon cheaten? Ne, Quatsch. So will ich erst gar nicht anfangen. Guck mal, die stehen auch am Spawn und warten einfach auf ihren Tod. Guck mal, er macht den Moonwalk. Shit, Mann. Waren die AFK, die zwei? Warum rennen die jetzt erst los? Weißt du, das ganze Team fliegt ihnen um die Ohren und sieht, wir sollten losgehen. Guck mal, das ganze Team cheatet. Alle. Und die zwei haben Schiss. Das sind die einzigen, die nicht cheaten. Die rennen davon. Guck mal, wie jetzt immer so auf den Boden hockt und guckt, kann ich hier durch die Wand einfach alle abklatschen? Nee, kann ich nicht. Solche Leute sind doch... Die werden doch, also, die wissen, dass sie gebannt werden. Die wissen, dass man es merkt. Die cheaten ganz offensichtlich. Und wollen einfach, dass der Account gebannt wird. Ich habe es mal mitbekommen, dass ein Kumpel von mir seinen Account geklaut bekommen hat. Beziehungsweise eben gehackt oder wie auch immer. Und dann wurde auf dem Account gecheatet und dann war der Account weg. Also ich kann mir das im Einzelfall vorstellen, dass jemand halt irgendwie böswillig einen Account zerstört. Aber da cheaten doch gerade alle. Cheaten die Gegner auch? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Gegner cheaten nicht, aber der Rest schon. Wow. Was heißt der Rest? Er und sein komischer Mate. Ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt. Die zwei cheaten Plot oder wie hieß er? Was hat man? Stump. Stump ist auch auf jeden Fall am cheaten, aber der Rest vielleicht nicht. Natürlich ist es schwierig, überhaupt dann irgendwas zu machen gegen diese Cheater, also als eigenes Team. Man hat da ja auch keine Kills, das Spiel ist für den Arsch, es macht keinen Spaß, alles ist scheiße, es entzieht einem einfach jeden möglichen Erfolg, inhaltlichen Erfolg am Spiel. Es ist einfach Zeitverschwendung. Guck mal, jetzt blockt er noch alle. Also, da bekommt Griefing auf jeden Fall auch mit dazu. Ich wollte schon sagen, alles, aber ich weiß nicht, ob ich ihm diesen dritten Punkt drücken kann. Das ist ja, was ist das weitere? Jetzt ist der Hustenreiz aber echt wieder da. Heute nein. Tut mir leid, dass ich jetzt am Rumhusten bin. Ich war letzte Woche erkältet und dachte, es wäre schon komplett weg. Hab jetzt aber auch schon hier das dritte Video am Stück in der Mache. Also vielleicht ist meine Stimme noch nicht gewohnt, so lange so viel zu labern. Aber das muss jetzt gehen. Jetzt bin ich am Aufnehmen. Oh. Oh, verdient. Verschissene Cheat. Ihr habt da gerade mal verdient, dass er zumindest gelegt werdet. Die Runde ging trotzdem an die Gegner. Also, ja. An die Mates der Gegner. Die haben halt direkt die Bombe gelegt. Aber ja. Oh, was war denn das, wie er kurz noch weggeschaut hat? Was sollte das? Was war das jetzt? War da auch der Bot wieder... Hat er den Bot eingestellt, dass er immer in die entgegengesetzte Richtung schaut? Des Feindes? Guckt euch diese Scheiße an. Es ist einfach die totale Blamage für... Das war's schon. Die Menschheit. Das sind doch jetzt 4 Minuten. 5 Minuten. Also, das hier kann ich eben drücken. Aim Assist hat er zu 100%. Vision Assist hat er auch. Ne? Das ist ja mit inbegriffen und man hat es ja auch gesehen. Griefing drücke ich ihm auch, weil er geblockt hat. Und jetzt das hier, das ist meine Frage jetzt. Used external software other than those listed above. Zählt ein Spinbot? Ich weiß, das war jetzt, glaube ich, gar kein Spinbot, was er hatte, ne? Aber zählt ein Spinbot hier auch mit rein in dieses Other External Assistance? Also speziell, was den Spinbot angeht. Wenn nicht, dann
Dann nicht, weil er hatte Aim und eben Vision. Und gegrieft hat er auch. Aber würde er ein Spinboard hier auch noch mit reinziehen? Mir wurde es mal erklärt vor einem Jahr oder sowas. Und das habe ich leider schon so ein bisschen. Es bröckelt, das Wissen. Es bröckelt so ein bisschen. Na, ich lasse es jetzt einfach mal so. Wie kann man da so bastardmäßig sein? Bitte seid jetzt nicht böse, dass ich jetzt nicht direkt ein nächstes hinten dran hänge. Ich habe jetzt schon ewig auf dieses Spiel gewartet, weil das davor wieder ein Spinbotter war, den ich hab durchlaufen lassen und ich habe ihm gedrückt. Und das dauert dann manchmal bis zu 10 Minuten, bis das nächste Ding kommt. Weil man ja auch davon ausgehen kann, dass ein Overwatch mindestens 7, 8 Minuten geht. Das heißt, du kannst erst alle 7, 8, 9 Minuten halt wieder ein Overwatch machen. So ist es zumindest bei mir. Wenn ich eins komplett fertig habe, ein normales, und die dauern im Schnitt 7, 8 Minuten, dann habe ich direkt das nächste hier angezeigt. Aber ja, naja. Ist jetzt nicht so tragisch, oder? Bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt gerade ein bisschen. Ich nehme jetzt direkt das nächste Video auf. Ich bin bald im Urlaub. Oder ich bin vielleicht jetzt gerade im Urlaub, während ihr das hier seht. Und ich muss noch vorproduzieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf jeden Fall Daumen gegen Cheater und so. Hallo, neue User. Willkommen. Ich hoffe, es gefällt euch hier auf dem Kanal. Bleibt doch eine Runde. Bleibt zum Tee. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.